Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Verteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen Zeit, Castle Story aufzunehmen. Für euch wird das wahrscheinlich nicht viel ausmachen, da die aktuellen Folgen gerade noch laufen. Für mich ist das aber schon ein paar Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Oh, du sitzt fest da oben. Ja, was ich sagen wollte. Außer, dass wir unsere Burg reparieren müssen, was ärgerlich ist. Wir sind immer noch in unserem ersten Invasionsversuch. Der Stein da ist wird hoffentlich noch gedreht. Und ich hoffe, dass sie dem da bald mal runterhelfen. Ja, ich weiß jedoch nicht, wie lange so ein letzter aktueller Invasionsversuch, also unsere aktuelle Invasion, noch anhalten wird. Da wir ja in der letzten Welle viel zu viele Leute verloren haben. Wir sind jetzt wieder auf 8 runter, 3 sind tot. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Deswegen versuchen wir jetzt das Beste draus zu machen. Indem wir zum Beispiel ihm hier mal runterhelfen. Klappt nur leider nicht ganz so gut. Weil sich irgendwie niemand ums Reparieren schert gerade. Dann reparier du mal. Du kannst nicht reparieren oder willst nicht reparieren, ne? Dabei sollte es doch Wege geben. Na gut, vielleicht kommen sie irgendwann mal von selber drauf. Wir müssen auf jeden Fall mehr Defense platzieren. Oh, ich weiß, wo das Problem liegt. Sie können den Stein nicht legen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Da muss ich jetzt wohl behelfsmäßig. Eine Treppe hinsetzen. Oh, und die kann ich wegmachen übrigens. Ja, das mit dem Steinbruch müsste ich noch lösen. Irgendwann mal. Und im Tunnel mal wieder Leute zuweisen.
So. Muss ich nur noch gucken, wie ich die Treppe richtig hindrehe. Nö. Oh, wir haben Welle. Steht, wir haben Welle. Fernkampf auf die Mauern. Oh, mir fällt gerade so auf, ich habe keine Nahkampfwaffen. Und ich habe 3 von den großen Stampfern. Das ist noch weniger schön. Oh, sie sind schon durchgebrochen. Wie kommen die da durch? Okay, der da macht gerade einen Abflug nach unten. Und das war unser Kristall. Niederlage. Ja. Ging saumäßig lange. Ja, konnten wir aber auch leider nichts mehr gegen tun. Die sind einfach durchgewalzt und haben alles getötet. Beziehungsweise haben sie den Kristall eingeschlagen. Wir hatten einfach keine Zeit mehr, uns Nahkämpfer zu beschaffen. Ärgerlich, aber ist jetzt so. Dann kann ich euch ja mal stattdessen mein privates Invasion zeigen. Was ich kurz darauf mal angefangen habe, aber auch nicht mehr weitergespielt habe. Gucken wir da ein bisschen rein. Dann mache ich... Gucke ich mal, ob ich 2 Folgen aus diesem aus dieser Aufnahmesession wenigstens rauskriege. Na, dann war es das eigentlich schon für heute. Und auch wahrscheinlich mit dem Projekt fürs Erste, weil ich habe nicht so viel Zeit, leider, das Projekt hier weiterzuführen. Und das Größte habt ihr ja bereits gesehen, es ist halt immer wieder dasselbe. Aber dann kann ich euch ja jetzt mal meine normale Festung zeigen. Also meine privatgemachte, nachdem ich ein bisschen mehr gelernt habe. Übers Burgenbauen und so. Dann spielen wir einfach hier in der privaten noch ein bisschen weiter und gucken mal, wie lange wird das hier durchhalten. Wobei ich sagen muss, dass ich mich bis jetzt hier privat besser gehalten habe als in unserem ersten Versuch. Vor allem, weil ich nicht den Fehler gemacht habe, gleich die zweite Welle zu rufen, nach der ersten. Und die Burg kleiner gebaut habe. Und so weiter.
Ja, das ist meine kleine Festung. Wie man sehen kann, bin ich auf der Tutorial Map und meine Brickthrones sind überall unterwegs. Und bauen mir hier gerade weitere Wehrtürme auf. Bin was schon am Überlegen jetzt gerade, wo ich das so sehe, ob ich einen der Wehrtürme einfach so lasse als Bollwerk und einen Katapult draufsetze. Falsche Taste. Hier so. Würde sogar recht gut passen. Wie lang bis zur nächsten Welle? Noch eine Minute. Wie man sehen kann, ich habe schon drei von den Dicken und vier von den Magierviechern gekillt. Oh. Und die gehen lieber den Weg außen rum, anstatt durch den Tunnel zu gehen, den ich ihnen gegraben habe. Ist auch drollig. Zumal der Tunnel eigentlich schon fast schon ein ja, eine Sicherheitslücke darstellt. Ich bin auch schon fast 3 Stunden hier am Spielen. Und ich sollte mal die Leute anfangen, zu den Waffen zu rufen. So. Einer ist noch nicht bewaffnet. Der tut seine Waffe erstmal wieder wegstecken und hier anfangen aufzuräumen. Kurzzeitig mal. So, da hört man, wie sich die Corruptors aus dem Boden graben. So, ihr geht erstmal da hoch, weil es sind nur die beiden Türme im Augenblick begehbar. Die beiden sind zwar auch begehbar, aber dadurch, dass sie im Bau sind, bringen sie mir nichts. Ach ja, ich muss eine Heilstation wieder aufstellen und neue Laternen werden auch gerade gemacht. Wo ist denn mein? Ach da. Ja, noch eine Heilstation. Ich habe nämlich mal versucht, mit einem Alchemisten ein bisschen rumzuspielen. Hat nur bedingt gut geklappt. Nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich den Fernkämpfer anweisen. Oh, da ist sogar einer von den Fetten. Oh, der Magier-Fernkämpfer, da greift sogar meine Verteidigungsdinger an.
Ja gut, der andere Fetzer kaut sich gerade durch meine Verteidigung durch. Das ist nicht so gut. Aber er ist jetzt da oben gerade. Und haut meine Verteidigungstürme kaputt. Ah. So, es ist noch ein einzelner übrig von der Welle.